Wieder schwache Daten aus China, während die Amerikaner sehr optimistisch sind, dass sie eine weiche oder gar keine Landung ihrer Wirtschaft hinlegen. Und diese Ansicht ist wahrscheinlich ziemlich falsch, ziemlich sicher, ziemlich falsch. Aber schauen wir uns die Gemengelage mal an, denn das, was aus China kommt, das ist schon sehr, sehr schwach. Und China wird, und das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, die USA wirtschaftlich nicht mehr überholen können, weil es eine schrumpfende Bevölkerung hat und dementsprechend sehr, sehr schlechte Perspektiven hat. Wir haben heute den Kaixin Einkaufsmanager Index Services bekommen, 51,8 statt 54,1 im Vormonat erwartet. Der war heute 53,6, also deutlich schwächer als die Erwartung. Alles über 50 ist nach wie vor Wachstum, aber das ist jetzt nicht gerade wirklich eine bombige Zahl. Wir sehen, dass die Aktienmärkte zunächst mal in Asien und die US-Futures dann leicht negativ reagiert haben. Und wenn wir uns mal anschauen, woran liegt es denn, dass hier die Wirtschaft schwächer wird, dann sehen wir vor allem zwei Faktoren. Erstens, die Geschichte mit neuer Arbeit ist sehr, sehr schwach. New Work is very bad. Softer Increase in Overall New Work, das ist sozusagen die Fortsetzung der Probleme, die China hat. Sie haben eine schrumpfende Bevölkerung und dennoch gibt es eine Jugendarbeitslosigkeit von über 20%, die wahrscheinlich keine Lust haben, unter ihren Ausbildungsverhältnissen zu arbeiten. Leute, die Jugendliche, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, und chinesische Schulen sind hart im Gegensatz zu deutschen Schulen, und die dann jetzt irgendwie so einen 0815 Job machen sollen, haben sie keine Lust drauf. Jedenfalls sehen wir, das ist ein zentraler Punkt. Und der zweite Punkt, New Business from Abroad Falling. Also das, was aus dem Ausland reinkommt, fällt, und das ist der entscheidende Trigger, um den es hier geht. Wir sehen eine Entkoppelung zwischen dem Westen und Chinas, und das kann man hier zum Beispiel anhand neuester Daten zeigen. Chinas größter Exportmarkt ist jetzt nicht mehr Europa oder die USA, sondern es sind die ASEAN-Staaten, also Association of Southeast Asian Nations, die hier jetzt den größten Exportmarkt für chinesische Waren bilden. Das ist natürlich wirklich schick, nur zahlen die eben weniger als die Europäer und die Asiaten. Und deswegen hat Chinas Wirtschaft Probleme. Wir sehen andersrum, China ist nicht mehr der größte Lieferant von Importen in die USA oder der größte Exporteur für die Amerikaner. Also das geht zurück, und es ist ganz klar, dass die EU, Mexiko und Vietnam letztendlich diesen Rückgang, der aus China kommt, der gewollt ist, den haben diese Währungsräume, also die EU, Mexiko und Vietnam, kompensiert. Die treten an deren Stelle. Viele Smartphone-Produktionen sind ausgelagert worden, etwa nach Vietnam, nach Indien, wohin auch immer. Jedenfalls, das kriegt China schon richtig zu spüren. Und eines ist klar, die Biden-Administration hat amerikanischen Business klargemacht, no investing in China. Das sagt man nicht so ganz direkt, aber man sagt ganz klar, in Tech-Bereiche, dort, wo sie uns gefährlich werden können, da investiert ihr nicht. Und das merken wir jetzt. Wir merken diese Entkoppelung sowohl aus den Daten Chinas als auch aus unseren Daten, was eben das Handelsvolumen mit China betrifft. Es ist rückläufig, und für China ist das ein riesiges Problem insofern, als eben ihr Wohlstand auch darauf basierte, dass die reichen Europäer und die reichen Amerikaner ihre Waren kaufen. Und hier sehen wir das Resultat. Hier der Anteil Chinas BIPs am US-BIP, also wie viel Prozent erreicht das chinesische BIP, jetzt nicht kaufkraftbereinigt, sondern nominal zu den USA. Und da sehen wir, da waren wir 22, in der ersten Hälfte waren wir noch so um und bei 73%, jetzt sind wir knapp über 68%. Also wir sehen, China fällt zurück faktisch im Vergleich zu den USA und wird wahrscheinlich nie wieder wird so schnell nicht die USA einholen, eben aufgrund der demografischen Perspektive. Und diese Entkoppelung sehen wir dann auch übrigens, was die Anleihen betrifft. China hat jetzt doch ziemlich rapide in relativ kurzer Zeit sehr viele US-Staatsanleihen verkauft. Das könnte ein Grund auch dafür sein, dass die Renditen in den USA ja tendenziell hier stehen sind. Der 10-jährige Anleihe bei über 4,2% oder im Bereich 4,2% derzeit. Also man entkoppelt sich auch, was die Schulden betrifft. Die Chinesen waren ja ganz fleißige Käufer amerikanischer Schulden. Das ist ja das Geschäftsmodell der Amerikaner. Man exportiert im Prinzip seine eigene Währung als Weltleitwährung und importiert dafür Waren und exportiert dafür Schulden sozusagen. Jetzt sehen wir, wenn wir nochmal zum Handel zurückkommen, Global Trade Finance Gap bei 2,5 Billionen Dollar.
Was ist dieses Finance Gap? Nun, das ist die Differenz zwischen denjenigen, die für Exporte, Importe Kredite aufnehmen wollen und der Bereitschaft der Kreditgeber, diese auch wirklich zu geben. Wir sehen aufgrund eben gestiegener Zinsen, schlechterer Wirtschaftsaussichten, größerer geopolitischer Volatilität, größere Risikoaversion der kreditgebenden Banken geht das hier zurück. Wir hatten ja schon Aussagen von Möller, Maersk, CMA, CGM und so weiter bekommen, die darauf hindeuten, dass der Welthandel weiter zurückgehen wird, zumindest was Container betrifft. Aber dennoch, wenn wir jetzt mal den Schwenk in die USA machen, sehen wir Soft-Landing-Stories so viele wie 2008 nicht mehr, und Ähnliches haben wir 2000 und 2006 gesehen. Also man ist völlig überzeugt, das wird schon gut gehen. Das Wall Street Journal stellt die Frage, ja, was wird denn schneller abkühlen, die Inflation oder der Arbeitsmarkt? Nachdem wir am Freitag ja, ich sag mal, sehr gemischte bis schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA gesehen haben. Aber ich habe eine ziemlich klare Antwort, kurzfristig zumindest. Der Arbeitsmarkt wird sich schneller abkühlen als die Inflation. Das scheint zunächst mal klar, denn wir sehen etwa die Benzinpreise in den USA im Schnitt 6,65% gestiegen im August. Wir sehen, dass die Swaps jetzt einpreisen, dass im August die Inflation zum Vormonat um 0,62% gestiegen ist. 0,6%, das ist jede Menge Holz und ist nicht gerade eine Abkühlung der Inflation. Hier sehen wir mal das Inflationsprognosemodell der Cleveland Fed. Hier sehen wir, wenn Sie links oben mal gucken, August 2023 CPI 0,79%, das wäre 0,8% Inflation. Jetzt liegt oft dieses Modell ein bisschen über den tatsächlichen Zahlen, aber ziehen wir mal 0,2 ab, dann wären wir immer noch bei 0,6. Und 0,6 wäre einer der größten Monatsanstiege in den letzten Jahren, die wir gesehen haben in Sachen Inflation. Und hier sehen wir mal den Ölpreis, der offenkundig jetzt nicht zwingend rapide abfällt, wie wir hier sehen. Das sieht aus wie so eine, ja, wie so eine Tasse im Prinzip. Das ist sozusagen die Ankündigung, dass das noch unschön werden könnte mit Öl, und zwar aus politischem Willen. Die Saudis, die Russen und so weiter, sie haben ein Interesse an einem hohen Ölpreis, und die Amerikaner haben wenig Ölreserven. Die Biden-Administration hat die Lager ziemlich leer geräumt, also das könnte ein perfekter Sturm werden. Aber hier sehen wir zunächst mal Goldman Sachs, die sagt, wir haben jetzt unsere 12-Monats-Prognose in Sachen Rezession, da haben wir die Wahrscheinlichkeit von 20% auf 15% gesenkt. Und dann hier so ein Kommentar eines YouTubers, Mortensen Bach, der sagt, also das war sehr bullish, was wir gesehen haben. Fed pause incoming, also die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben und Aktien werden steigen. Und das Narrativ dazu wird Soft Landing sein. Also hier das Soft Landing als bullisches Narrativ. Okay, schauen wir uns das Soft Landing mal genauer an. Dann sehen wir hier die Kreditvergabestandards, die sind jetzt auf einem Niveau, wo es danach immer eine Rezession gegeben hat. Warum sind diese Kreditvergabestandards so streng? Erstens, weil die Banken weniger Kohle haben, auf Deutsch gesagt, weniger Einlagen. Die Leute packen ihr Geld besser verzinst in Geldmarktfonds oder in kurzlaufende US-Staatsanleihen. Dadurch steht schon mal weniger Liquidität den Banken zur Verfügung. Gleichzeitig sehen Sie ja, dass die Wirtschaft schwächer wird, also müssen Sie Rückstellungen bilden. Auch das hat man deutlich getan. Und das wird dazu führen, dass immer weniger Kredite vergeben werden, was sozusagen die Wirtschaft natürlich ausbremsen wird. Und das in einer Zeit, in der die Sparquoten der Amerikaner so gering sind wie seit langem nicht mehr. Das, was jetzt an Ersparnissen und Geschenken aus der Corona-Zeit durch die Regierung gekommen ist, das ist futsch. Jetzt sehen wir also, dass die Kreditvergabe immer strenger wird in einer Zeit, in der die Leute immer weniger Reserven haben. Dass das eine Erfolgskombination ist, ist sehr wahrscheinlich. Hier sehen wir mal ISM, Manufacturing Index, die Monate, und bei dem dieser Index unter der Marke von 48 ist. 50 ist ja die Schwelle zwischen Schrumpfung und Wachstum, also unter 48 heißt schrumpfte. Wir sind jetzt schon 8 Monate in Folge unter dieser Marke, also die Industrie ist bereits in einer Rezession. You said no hard landing, actually I said no hard landing. Das illustriert vielleicht diese ganze Geschichte, und der ganz, ganz große Stress ist schon, und darüber wird jetzt wieder wenig berichtet, aber es wird jetzt massiv aufpoppen, eben in diesem Gewerbeimmobilienbereich. Jetzt wurden im August, konnten 84% der Forderungen
nicht bedient werden. Die mussten also, die konnten also die fälligen Zahlungen nicht leisten. Die Kreditnehmer, die eben in diesem Mortgage-Backed, in diesen Gewerbeimmobilienbereich, Commercial Real Estate-Bereich investiert sind. Nur 16% haben pünktlich die fälligen Raten bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist absolut Land unter. Und Jack Forley, der hier so eine Konferenz abgehalten hat, sagt, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Es wird euch schockieren. Das heißt, hier sehen wir schon eine Bombe, die im Prinzip explodiert ist, die aber in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit noch nicht so wirklich angekommen ist. Gleichzeitig sehen wir rechts hier, die Delinquency Rates steigen. Also die Zurückzahlungen oder Zahlungsausfälle nehmen in allen Bereichen zu, ob bei Kreditkarten, bei Autoloans, bei Consumer Loans. Und wir sehen auf der anderen Seite ein riesiges Gap zwischen den Bewertungen der US-Aktien und den realen Anleiherenditen. Und hier sehen wir das, was am Freitag passiert ist. Der Dollar ist deutlich gestiegen. Der S&P 500, naja, nicht gestiegen so wirklich, aber auch nicht gefallen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise bewegt sich das gegenteilig. Und deswegen ist JP Morgan ein bisschen alarmiert und sagt, naja, der VIX ist jetzt so tief wie seit 2019 nicht mehr auf Schlusskursbasis. Das sei etwas beunruhigend, diese Gelassenheit der Anleger. Dazu gleich mehr. Aber kommen wir nochmal kurz in die Europa. Hier sehen wir die EU will jetzt praktisch dafür sorgen, dass bei dem nächsten Gipfel COP28, also praktisch Klimagipfel 2028, dann ein Verbot fossiler Treibstoffe erlassen wird. Einige 80 Länder unterstützen das, aber wir sehen hier rechts die Ölnachfrage, die ist leider steigend. Also das wird wahrscheinlich auch wieder nicht funktionieren. Woher soll die Energie kommen? Die Erneuerbaren werden es nicht liefern können, weil nicht zuverlässig genug. Also das wird alles sehr, sehr schwierig und da ist ja dieses Thema Greenflation auf der einen Seite, aber es gibt auch die Greedflation, also die Inflation durch Gier. Das ist das, was auch die EZB natürlich sagt. Die bösen Firmen haben ja ihre Profite angehoben, indem sie die Preise angehoben haben. Aufgrund der Inflation ist das kaum aufgefallen. Da ist natürlich schon was dran, dass man da mal lockerer die Preise anheben kann. Aber jetzt zeigen neue Daten der Rabobank, dass britische Firmen, dass deren Profite gefallen sind, nicht gestiegen sind. Das heißt, das ist das große Thema. Wir haben wahrscheinlich eine Stagflation, das heißt, die Preise bleiben hoch. Die Zinsen werden nicht fallen können, aber die Wirtschaft wird immer schwächer. Das killt die Margen der Unternehmen. Dann stellt sich die Bewertungsfrage und vor allem die Zinsfrage, die EZB ja am 14. schon mit der nächsten Zinsentscheidung. Und noch ist völlig unklar, was passieren wird. Einige haben sich für Zinsanhebung ausgesprochen, andere, vor allem die Südländer, dagegen. Lagarde hat jetzt ein Bekenntnis vermieden in ihrer Rede gestern. Wir sehen in Deutschland zum Beispiel schon, erwarten die Unternehmen selbst niedrigere Preise. Das liegt daran, dass die Konjunktur hier schon deutlich schwächer ist. Wir praktisch ja schon in einer Rezession sind. Aber das große Thema ist eben diese steigenden Löhne. Das wird sich jetzt erst nochmal reinfressen durch diese Tarifverhandlungen. Und wenn wir nochmal kurz nach Japan blicken, und da sehen wir, dass Premierminister Kishida schon leichte Probleme hat. Da sehen wir vor allem der Yen, der immer weiter abverkauft wird. Es könnte also jetzt wahrscheinlicher werden, dass eine Intervention der Bank of Japan kommt. Und Japan ist ja deshalb so wichtig, weil es die letzte Tankstelle ist, in der man sich praktisch kostenlos Geld leihen kann und dann Carry Trades machen kann. Wenn die wegfällt, diese Tankstelle, dann wäre das Problem groß. Abschließend, meine Herrschaften, drei Empfehlungen. Die erste, warum China die US-Wirtschaft womöglich niemals überholen wird, und das glaube ich auch schon aus demografischen Gründen, China schrumpft dramatisch. Hochinteressant, erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die Gelassenheit der Anleger beunruhigte JP Morgan. Warum, wieso, weshalb? Zweite Empfehlung und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Ja, der Ölpreis, $100, gemeintes Brand. Da sind wir ja schon gar nicht mehr so weit weg von den $100. Das ist durchaus in Sicht. Und warum das in Sicht ist, lesen Sie hier. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.